Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake, dem DLC Intermission. Ja, seit dem letzten Part ist ein bisschen was passiert. Eigentlich wollte ich ja zwischen dem letzten und diesem Part einfach nur meine Materia hochleveln, was ich auch durchaus getan habe. Ich habe zwar nicht alles aufs Maximum gekriegt, gerade die TP und MP Boosts, die habe ich jetzt nicht aufs Maximum gekriegt, aber ist alles schon mal ordentlich angestiegen. So viel steht fest. Aber ich habe mich dann nochmal im Internet schlau gemacht, was die Strategien angeht für die Kämpfe, die mir bevorstehen. Und egal, welche Strategie ich auch benutzen möchte, mir fehlt dafür eine ganz bestimmte Materia, die ich schlicht und ergreifend im ersten Durchgang komplett vergessen habe einzusammeln. Und das möchte ich an dieser Stelle noch einmal nachholen. Also ich habe einfach es noch ohne die Materia versucht, habe dann viele vergebliche Versuche gestartet, die ich euch jetzt an dieser Stelle mal ersparen will. Das hat am Ende nichts gebracht. Ich bin nur bis zum zweiten der drei Gegner gekommen, die ich da besiegen musste. Und das auch nur mit viel Mühe und nach mehreren Versuchen und mit etwas Glück, wie es aussieht. Also eine Materia ist auf jeden Fall sehr wichtig. Bin jetzt auch mittlerweile auf eine etwas andere Strategie umgesprungen, die weniger aggressiv, aber dafür sicherer ist. Ne? So, also ich habe jetzt noch einmal das zweite Kapitel auf dem Schwierigkeitsgrad leicht gestartet, einfach nur, weil ich diese eine Materia ja bloß einsammeln möchte. Mehr möchte ich hier nicht machen. Und ich zeige euch jetzt hier an dieser Stelle, wo man diese Materia einsammeln kann. Und keine Sorge, wir können danach ja direkt wieder das Kapitel auf dem Schwierigkeitsgrad schwierig starten. Wir waren ja noch direkt am Anfang des Kapitels, also vom Fortschritt her geht uns da nichts verloren. Also dann. Genau. Sättigung von Makroenergie initiiert. Schutzgitter wird ausgefahren. Wir bekommen die Materia im Prinzip, nachdem wir... meine geliebte Materia. Gleich bin ich bei dir. Nachdem wir den zweiten Computer aktiviert haben in diesem Materialager. Was haben wir hier? Eine Schatzkammer voll Materia? Ich glaube, das ist doch die Tür zu dem Kisten-Minispiel. Ja, genau. Genau, also auf dieser Etage, das ist dann, ich zeig's nochmal auf der Karte, das 14. Untergeschoss, die Waffenentwicklung Wartung. Ne, wenn wir hier den zweiten Computer aktiviert haben, müssen wir das linke Rohr nutzen. Dann nach oben klettern. Ich habe es ja damals über die rechte Seite gemacht und das war der Fehler. Jetzt hier einfach über das Rohr laufen. Hier rüber. Was ist? Was meinst du, was Nayo vorhin gemeint hat? Als sie sagte, unsere Zusammenarbeit wäre eine Art Brücke in die Zukunft. Du weißt ja, wie es zwischen Wutai und Avalanche ist. Unsere Ziele widersprechen sich eigentlich. Eines Tages prallen wir vermutlich aufeinander. Und dann kann das persönliche Band, das wir auf dieser Mission geknüpft haben, vielleicht eine Auseinandersetzung verhindern. Ich glaube, das ist, was sie meinte. Ich auch. Ich habe Avalanche die ganze Zeit beobachtet. Ich verstehe ihre Forderungen. Freie Wahlen, Gewerkschaften, die Verteilung von Wohlstand. Sie sehen die Welt mit anderen Augen als wir. So, nun was sehen denn deine Augen? Explosionen, die Häuser zerstören. Schüsse, die Leben rauben. Flehende Opfer. Lachen voll Blut. Meine auch. Sowas vergisst man einfach nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir dieses Gespräch zwischen den beiden beim ersten Durchgang schon gehört haben. Deswegen habe ich es jetzt einfach vorsichtshalber nochmal durchlaufen lassen. So, wir haben jetzt die Zeitmaterie. Das ist die, die wir eigentlich brauchen, die ganze Zeit über. Sonon soll diese Materie nämlich eigentlich zusammen mit einer Amplifikationsmaterie haben. Ich weiß nicht, ob er... ich schau noch mal. ATB-Kooperation, Ausweichrundumschlag. Ich glaube, die beiden hatte er nicht. Oder? Bei der einen Sache. Ne, ATB-Boost und effizientes Blocken. Die beiden hatte er, glaube ich, nicht. Moment. Ich platziere die beiden hier jetzt nur um. So, und jetzt würde ich hier eigentlich noch... Wo haben wir es da? Amplifikation zusammen mit Zeit ausrüsten. Und das Gute ist,
Im Prinzip haben wir von Anfang an schon den einen Zauber verfügbar, den wir brauchen, nämlich Hast. Das ist der eine Zauber, den wir brauchen. Was anderes ist an der Stelle nicht nötig. Okay, also dann. So, ich habe jetzt nochmal manuell gespeichert. Jetzt gehe ich über die Kapitelauswahl wieder zurück hierhin. Stelle den Schwierigkeitsgrad wieder nach oben. Das kennen wir ja bereits. So, danach starten wir dann ja wieder im Untergeschoss. Jawohl. So. Und jetzt versuchen wir es gleich einmal mit der anderen Strategie, die ich jetzt gesehen habe. Die Betonung liegt auf Versuch. Ich werde mir eventuell die Strategie gleich noch einmal angucken müssen. Aber ich bleibe erstmal bei dem, was ich hier habe. Also, ich habe jetzt zwar von den Ausrüstungsgegenständen her nicht eins zu eins das, was genannt wird. Hier zum Beispiel beim Armreif oder bei dem Accessoire. Bei den beiden Sachen sind andere Dinge ausgerüstet, die ich jetzt aber nicht in meinem Inventar habe. Ich werde es aber dennoch einfach mit diesen Gegenständen suchen. Der einzige Unterschied ist, die Gegenstände, die in dem Guide benutzt werden, die haben etwas höhere Verteidigungswerte. Und ansonsten sind sie, denke ich mal, fast gleich. Die Strategie wird sich, denke ich mal, auch so mit diesen Gegenständen einsetzen lassen. Ansonsten, ja, habe ich einfach Pech gehabt und werde diese Gegenstände eventuell noch einmal nachträglich holen müssen. Das soll dann ja auch kein großes Problem sein. Ich meine, mit dem Geld, das ich mittlerweile durch das Erfarmen, beziehungsweise durch das Aufleveln der ganzen Materia verdient habe, ihr seht es ja unten links, das Farmen hat ordentlich was gebracht. Allein durch das Geld bin ich locker in der Lage, mir so ziemlich alles zu leisten, was das Spiel von mir verlangt. Von daher, wir gehen erstmal das ganze Setup durch. Also, mit Yuffie habe ich jetzt hier die Stahlsichel, Dämonenarmreif und den Gozu-Speicherchip. Dann als Materia, Elementaraffinität, Luft, Heilen, Amplifikation, Wiederbeleben, ATB-Schock, TP-Boost, effizientes Blocken, Okinagashi und TP-Boost. Noch einmal als Bonus. So, mit Sonon habe ich den Kampfstab, Phönix-Armreif und Freundschaftsarmband. Außerdem noch TP-Boost, Ninja-Kanonenkugel, Heilen, Erstschlag, Amplifikation, Zeit, Wilder Trickser, ATB-Kooperation und Ausweichrundumschlag. So, das wären die Materias, die ich für die beiden ausgerüstet habe. Und jetzt gucken wir mal. Also, wie gesagt, die Strategie, die ich jetzt benutzen möchte, die baut ein bisschen mehr auf Sicherheit. Die ist nicht so aggressiv wie die Strategie, die ich am Anfang versucht habe und vollkommen umsonst probiert habe umzusetzen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Nun, jetzt versuchen wir es einfach mal. Also, das erste, was wir machen mit Sonon, ist direkt Hast auf beide Charaktere zu casten. So. Und mit Yuki machen wir im Prinzip immer wieder. Ups. Jetzt reicht's mir aber. Immer so eine kleine Combo. So. Sonon sollte auf jeden Fall an der Stelle mal. Warum kann ich jetzt nur. Jetzt. Mach mal bitte wie drauf. So. Wir machen jetzt die ganze Zeit das hier, um seine Schockleiste zu füllen. Ja, das war jetzt ein bisschen unglücklich. Yuffie hat ja, genau. So, okay. Lass ihn los. Nee. Okay, Sonon, einmal bitte Vita auf dich selbst. Sonon,
Sehr gut. Schaffen wir es noch? Okay. So, jetzt versuchen wir Synchronisation Wirbelsturm. Gefolgt von einem Kurikansan. Nicht nachlassen. Keine Zurückhaltung. Ganz deiner Meinung. So, okay. Sehr gut. Erstmal wieder Vitaga auf beide. Ja, jetzt wird er leider Ifrit beschwören, aber ist dann eben so. Sonon, einmal bitte Vitaga auf dich selbst, das wäre ganz nett. Soll ich mal mit Sonon... Ach komm, ich mache mit Yuffie jetzt mal die Beschwörung. Sieh her und starte! Einfach damit unser Sieg ein kleines bisschen gesicherter ist. Sonon macht mal sein Limit auf Bahamut. Oh, ich glaube Bahamut ist gleich down. Ich lasse noch eine Donnerlanze auf ihn los und dann ist gut. Sehr gut. Okay, Sonon kann jetzt auch eine Donnerlanze auf ihn loslassen. So, das wäre schon mal Bahamut. Sehr gut. Ganz deiner Meinung. Sonon kann jetzt auch mal. Ja, wobei Hass muss jetzt nicht mehr sein. Aber ich überlege gerade. Nee, ich glaube, Yuffie kann es ruhig casten. Vitaga für beide. Passt dann schon. Das war knapp. Okay, soll ich mir das Limit für den nächsten Kampf aufsparen oder wird die Limitleiste dann sowieso wieder zurückgesetzt? Ich glaube, sie wird dann eh wieder zurückgesetzt. Passt schon. Bam. Machen wir kurz einen Prozess hier. Niemand entkommt dem, damit wir zum nächsten Kampf übergehen können. Okay, Sonon wieder Hast auf beide. Oh je. Oh, wow. Okay, Sonon kann ruhig ein bisschen Vitra auf Yuffie casten. Ja, da will ich ihn jetzt nur ungern angreifen. Genau, teleportier dich ruhig mal raus da. Okay, so, das wollte ich sehen. Jetzt wieder, nein, falsch. Ah, das war jetzt, eigentlich hätte ich zuerst den Wirbelsturm machen sollen. Das war jetzt, naja. Egal, das reicht trotzdem. Bäm, Ramu ist down. Okay, das wäre das.
Jetzt der letzte Gegner. Hi. Okay, jetzt auf jeden Fall wieder Hast auf beide Sonon. Denn der Drecksack schnappt sich Sonon direkt. Deswegen ist es wichtig, dass ich direkt das caste. Okay. Also, ich werde jetzt schön die ganze Zeit im Rücken von dem Vieh bleiben, dem Ehrerbieter-Prototyp. Dadurch, dass ich in seinem Rücken bleibe, wird er nicht in der Lage sein, mich zu treffen. Oh. Oh, oh, oh. Tipp, tipp, tipp. So, ich versuche Sonon direkt mit Vitaga hochzuheilen, falls es noch geht. Der Phönix Armreif hat ihn zum... Oh, oh. Oh, je. Okay, Yuffie muss auf jeden Fall jetzt Vitaga auf beide machen. Oh. So, jetzt ist Sonon wieder bei uns. Oh, oh, vorsichtig. Okay, jetzt wieder... Vitaga für beide. Ganz deiner Meinung. Soweit so gut. Ohne Verzug. Wir müssen auch die ganze Zeit darauf aufpassen, weil er kann die ganze Zeit weiterhin angreifen. Selbst wenn er schockanfällig ist. Selbst dann kann er angreifen. Da müssen wir richtig aufpassen. Deswegen bleibe ich immer hinter ihm. Oh, 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 was zur Hölle? Was war das denn jetzt? Kurzzeitig kam ich irgendwie nicht mehr an ihm vorbei. Oh, jetzt schnell, 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 schnell. Schocken, 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 schocken. Okay, nice. Jetzt Wirbelsturm. Gemeinsam. So, jetzt Shurikazan. Und noch einmal volle Kanüle draufballern. Okay. Und wir kriegen noch einen Furikansan gemeinsam hin. Gut. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Oh, scheiße. Oha. Oha. Okay, Sonon, Vitaga auf Yuffie wäre ganz gut. Sonon? Hast du es geschafft oder... Nee, ich glaube, er wurde unterbrochen. Ist okay. Jetzt hat er sich wieder Sonon gekrabbt. Der Penner. Jetzt kriegst du mein Limit zu spüren, du Penner. Jetzt müsste er gleich down sein. Sonon, mach mit... ist er immer noch wurde immer noch gegrabbt. Oder wie? Oder muss ich ihn erstmal noch heilen? Der wurde echt immer noch. Der ist echt immer noch gegrabt. Ich dachte, jetzt hätte ich ihn mit dem Limit geheilt. Egal. Ich dachte, ich hätte ihn mit dem Limit befreit. Und wir bekommen die Silbertrophäe Beta-Test. Bam! Ich glaube, ich werde ein wenig zu stark. Was sagst du? Oh, das war deutlich besser. Es hat länger gedauert, ja. Aber, verdammte Scheiße nochmal, es hat besser funktioniert als die Strategie, die ich am Anfang versucht habe. Die war nämlich deutlich aggressiver. Das, ich habe keine Ahnung, irgendwas scheine ich da falsch gemacht zu haben, weil angeblich ist man in der Lage, Bahamut irgendwie dazu zu bringen, dass er auf dem Boden landet, wenn er schockanfällig wird. Ich weiß nicht, wie genau. Irgendeine Fähigkeit wurde da, glaube ich, angewendet. Im richtigen Augenblick und genau frame perfekt, so sah es zumindest aus.
Es sah so aus, als ob im richtigen Moment die Fähigkeit Stehlen benutzt worden ist. So wirkte es zumindest. Und wenn Bahamut gerade seinen Spiralflugangriff macht und man das genau timet, dann scheint man ihn irgendwie perfekt zu unterbrechen und dann liegt er so lange am Boden, dass man im Prinzip die ganze Zeit die Schockleiste nach oben treiben kann, bis er schon im Schockzustand ist. Ja, wie gesagt, hat nicht geklappt. Und deswegen dachte ich mir, ja, dann lass ich's. Dann lass ich's einfach. Punkt. Ne? Und coole Sache, da habe ich mir eben diese Strategie angeguckt. Die ist auch leicht, aber eben auch, also die soll genauso leicht sein wie die andere, nur eben ein bisschen safer gespielt sozusagen. Wir sind jetzt ein bisschen mehr auf Nummer sicher gegangen, sind mehr ausgewichen, ne, haben ab und zu eine Combo reingehauen und dann sind wir wieder abgehauen. Ne? Beim letzten Gegner die ganze Zeit im Rücken geblieben, bei Ramu darauf geachtet, dass man nicht in seine Bodeneffekte reintritt. Und bei Bahamut, ja. Also die erste Strategie, die ich versucht habe, da war es tatsächlich möglich, Bahamut zu erledigen, noch bevor er Ifrit beschwören konnte. Da war er vorher schon down. Das geht scheinbar. Aber ja, wie gesagt. Die Strategie habe ich nach einigen Versuchen direkt verworfen. Und vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, weil ich für beide Strategien sowieso die Zeitmaterie brauche, dann hätte es ja eh keinen Sinn gemacht, großartig weiterzumachen. Deswegen, mein Fokus lag erstmal darin, die Zeitmaterie zu holen. Und danach, habt ihr ja gesehen, hat man mehr als genug ATB zur Verfügung, um so ziemlich alles zu machen, was man machen muss, um den Gegner so schnell wie möglich, so viel Schaden wie möglich reinzuballern. Und danach wieder auf Nummer sicher zu gehen, ne? Abstand zu gewinnen etc. Also hat super funktioniert. Ist nur schade, ich habe jetzt gerade eben beim letzten Gegner es nicht geschafft, Sonons Limit noch einmal rauszuhauen. Das war leider, da war ich leider zu langsam, viel zu langsam. Aber ihr habt ja gesehen, es hat trotzdem funktioniert. Ne? Solange man weiterhin hinter ihm bleibt und genau das gleiche macht wie schon am Anfang des Kampfes, ist es eigentlich kein Thema. Ne? Von daher passt. Okay, ich würde sogar sagen, ich könnte den Großteil dieser ganzen... Eigentlich könnte ich die meisten Materia hier so lassen, wie sie sind. Das passt alles eigentlich so bereits. Ne? Kann ich doch eigentlich alles so lassen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich mit... Ich werde jetzt mit Sonon nicht... auch noch eine weitere Amplifikationsmaterie haben. Vor allen Dingen, weil ich keine dritte habe. Sonst hätte ich die noch einmal mit Heilen bei ihm verbunden, aber das passt schon so. Das sollte so hinhauen, ne? Wow. Wenn wir mit dieser Strategie jetzt in der Lage sind, auch so starke Gegner im virtuellen Raum zu erledigen, dann kriegen wir alles hin. Das Auge recht. Shinra scheint es echt ernst zu meinen. Das kann man über dich aber auch sagen. Na klar, ich bin nämlich ganz anders als mein alter Herr. Dieser nutzlose Jammerlappen, ich mache immer ernst. Wie geht es, Master Bodo, eigentlich? Der wurde von der Übergangsregierung in den Knast geworfen. Da kann sich der Hitzkopf mal etwas abkühlen. Rede nicht so schlecht über ihn. Bodo ist immerhin mein Lehrmeister. Ja, du hast recht. Reden wir über was anderes. Fällt mich sonst nur wieder auf. Zurück zur Mission. Langsam habe ich die Nase voll von eurem Gequatsche. Mhm. Und ich hab jetzt schon die Schnauze voll von deinem. Aber nicht, dass ihr mir jetzt schon draufgeht. Ich habe doch noch so viel für euch geplant. Meine Güte, ey. Die sagt nur einen einzigen Satz und ich habe direkt Ohrenkrebs. Unterschätzt mich lieber nicht. Okay. So, erstmal mache ich die MG-Drohnen down. Die gehen ja ziemlich schick weg. So, jetzt der Auslöscher. Wow. Alter, der ist jetzt schon schockanfällig? Echt jetzt? Holy moly. Alter. Wahnsinn. Der hat ja gar nichts drauf. Boah. Ich bin doch noch auf schwierig, oder? Ich habe jetzt nicht aus Versehen einen anderen Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Das ist doch schwierig hier. So, entschuldigt Leute, ich musste mich noch einmal vergewissern, dass ich auch wirklich nach wie vor auf schwierig spiele. Außerdem habe ich die Aufnahme gesaved
Und ich war vorhin noch so im Erklärungsmodus, dass ich überhaupt vollkommen vergessen habe, mich über meinen Sieg zu freuen. Yes! Wir haben das geschafft, die Dreier-Boss-Kombo, den Boss-Rush sozusagen. Den haben wir hingekriegt. Hammermäßig. Tut gut, weil wirklich, als ich mich an der ersten Strategie versucht habe, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Bei Weiß, da hat die aggressive Strategie, die ich am Anfang gefunden habe, sehr gut geklappt, tatsächlich. Aber die aggressive Strategie hierfür? Nee, irgendwie, wenn ich schon bei Bahamut scheitere, weiß ich nicht. Dann nehme ich doch lieber eine, die auch immer noch leicht, aber ein bisschen mehr safe ist. Okay. Aber geile Sache, ne? Wir können uns jetzt auf das Beenden des Story-Modus konzentrieren und dann ist das DLC durch. Let's go. Das Letzte ist, was wir tun. Richtig. Aufzeichnung abgeschlossen. Nächster Test wird vorbereitet. Noch mehr Tests? Ist doch kein Problem. Kriegst du hin, Yuffie. Und du auch, Sonon. Beginne Aufzeichnung von Kampfdaten. Jetzt dreh richtig auf. Übertreib's nur nicht. So, Elektroschock-Drohnen. Genau das gleiche wie vorher. Zack. Easy. Sehr schön. Passt perfekt. Sehr gut. Aufzeichnung abgeschlossen. Sag ich doch. Ihr seid besser, als ich gedacht habe. Na los. Worauf wartet ihr? Diese dumme Kuh! Noch hört ging wohl nicht. Wie sollen wir denn da bitte raufkommen? Damit. Das sieht doch gut aus. So sollte es gehen. Sonon, mach mir meine Räuberleiter. Na komm schon her. Nee, du musst herkommen, damit die Räuberleiter funktioniert. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen und der Korinthenkacker hier zu sein. So. Und jetzt komm du mal her. Jetzt musste ich so ein bisschen an diese eine Simpsons-Folge her denken. Bart, komm mal her, komm mal du her. Ach ja? eine kleine, aber feine Szene. Materia, wo bist du? Sehr gut, MP-Heilung kann ich gut gebrauchen. Wenn ich auch nicht großartig MP benutzen musste bislang. Sonon benutzt mal Hass. So. Und jetzt ballern wir die komplett zu. Was kommt? Ah, jetzt. So. Wirbelsturm. Synchronisiert, wenn die uns lassen würden. So, ihr Penner. Bam. Weggeledert, ihr Knallhanse. Muss am Strom liegen. Die Anlage steht auf. Perfekt. Also die Kisten muss ich jetzt eigentlich gar nicht zerstören. Ich brauche ja weder die Gegenstände noch die MP-Heilung. Hier machen Sie also Ihre Materie. Also alles chillig. Alles so super. Alles sauber. Ultimative Materie, normale Materie. Ich nehme sie alle. So. Ich würde sagen, wenn ich schon gerade hier vorbeikomme, nehme ich gleich auf jeden Fall. Achso, Dreieck. Ich werde gleich auf jeden Fall noch einmal die Hastmateria mitnehmen, wenn ich schon mal gerade dabei bin. Also die Zeitmateria. Die nehme ich bei der Gelegenheit auch nochmal mit. Ich weiß, ich habe sie schon, aber mein Gott. Auch wenn ich sie kein zweites Mal brauche, egal. Also hier riecht's ja mal gar nicht nach Materia. Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. So, okay. Da konnte ich jetzt nicht widerstehen, so nah wie die Kisten. Vor mir standen. Soll ich? Ja. Hätte ich schon vorher machen können. Egal. So. Servus. Wenn's das Letzte ist, was wir tun. Und der Wirbelsturm. Let's go. Alter Vater. Wow. Ha,
darfst nur nicht nachlassen. Ich sag ja, die Strategie, die auch die starken Bosse in die Knie zwingt, warum sollte sie nicht auch bei den normalen Story-Gegnern funktionieren? Die Frage ist nur, ob sie auch bei den Story-Bossen funktioniert. Da bin ich gespannt drauf. Da werden wir uns ja bald auch zwei Stück stellen müssen, die wahrscheinlich eine gute Herausforderung darstellen werden. Ah, hi. Oh, wait. Okay. Komm mal her. Okay. Magie geht freigelegt, sehr gut. Let's go. Haha, schockanfällig, du Drecksack. Sehr gut. Na komm, machen wir Turin Kansan gemeinsam auf ihn drauf. Und schabam. So, jetzt weg, weil er explodiert. Haha. Alter. Geil, wie schnell die Gegner einfach down sind. Ich liebe es. Okay, genau. Da lang geht's. So. Da ist der zweite Computer, der uns die zweite Zeitmaterie einbringen wird. Ups. So, muss ich da hin? Der Geruch von Materie? Nee, muss ich nicht. Ist ja komplett neben, eine komplette Nebenstory. Das Minispiel kann ich komplett ignorieren. Ich habe ja schon die Trophäe und die ganzen Materia, die damit zusammenhängen. Gerade der EP-Boost, der hat mir ganz gut geholfen, ziemlich schnell aufs Maximum-Level zu kommen. Sag mal, Sonon. Was ist? Was meinst du, was Nayo vorhin gemeint hat? Als sie sagte, unsere Zusammenarbeit wäre eine Art Brücke in die Zukunft. Du weißt ja, wie es zwischen Wutai und Avalanche ist. Unsere Ziele widersprechen sich eigentlich. Eines Tages prallen wir vermutlich aufeinander. Und dann kann das persönliche Band, das wir auf dieser Mission geknüpft haben, vielleicht eine Auseinandersetzung verhindern. Ich glaube, das ist, was sie meinte. Ich auch. Ja. Ich habe Avalanche die ganze Zeit beobachtet. Ich verstehe ihre Forderungen. Freie Wahlen, Gewerkschaften, die Verteilung von Wohlstand. Sie sehen die Welt mit anderen Augen als wir. So, nun was sehen denn deine Augen? Explosionen, die Häuser zerstören. Schüsse, die Leben rauben. Flehende Opfer. Lachen voll Blut. Meine Ja, ich weiß, ich hätte gerade eben auch einfach nur das Seil nach unten nehmen können und das wäre schneller gegangen im Endeffekt, habe ich dann auch gemerkt, aber naja. Ich dachte, es gäbe zwischen dieser und der anderen Seite irgendeine Verbindung, dass es hier irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Balken gibt, so wie da unten auf der Etage. Nope. Habe ich mich geirrt. Tja, passiert. Hat uns ja jetzt auch nicht so viel Zeit gekostet, waren ein paar Sekunden. Für einen Speedrunner wäre das natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ist klar. Oh Mann, ey. Haben wir noch nicht mal unsere stärkeren Angriffe gebraucht gegen solche Lappen. Okay. Überspringen. So. Später gibt es hier ja auch schon eine Bank. Von daher hätte ich irgendwo anders abbiegen müssen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo ich lang muss. Ah, hier lang. Ups. Habe ich mir schon gedacht, dass ich falsch gelaufen bin. So. Überspringen. Zack. Jetzt direkt wieder zurück. Und skip. Nein, noch nicht. Jetzt. Okay. So, oh, der hat den Magiekern schon freigelegt. Das ist ja super. Sonon. In dem Fall auch so einen Wirbelsprung.
auf ihn drauf machen. Um den kümmere ich mich mal als allererstes. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Das ist jetzt echt schlecht. Die Targa für beide. Okay, so. Oh je. Der hat jetzt gut gesessen. Yikes. Ja komm, mach ich ihm lieber erstmal beide. Vorsichtshalber. Ah, der hat schon seine Rüstung abgelegt. Sehr gut. Ach nee. Jetzt bin ich auf den Bodeneffekt gekommen. Egal. Ups. Kein Problem. Magie-Gardist ist schon mal erledigt. Jetzt heile ich uns nochmal beide. Sonnen. Und dann machen wir den Typen platt. Sehr gut. Okay. Ja, ich denke mal, wir können das direkt einsetzen. Da müssen wir nicht den Wirbelsturm vorher noch nutzen. Okay, vielleicht hätten wir ihn doch noch gebraucht. Egal. Wir machen ihn jetzt noch so platt. Oh, Rüstungssprenger. Vorsicht. Weg da, Sonnen. Danke. Und das war's. Geht doch. Okay. Nice. Der Kampf wäre vorbei. So, ich glaube, das nächste, was kommt, ist jetzt... Die Materie nehmen wir uns sowieso nicht mehr. Doch. Die können wir doch noch mitnehmen. Oh. Ups. Habe ich im ersten Durchgang, glaube ich, nicht gemacht. FP-Boost. Na, toll. Habe ich einen FP-Boost? Ah, habe ich doch schon. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Wobei ich glaube, ich habe den FP-Boost von woanders her, nicht von dieser Stelle hier. Ist auch egal. Passt schon. Ihr befindet euch in dem höchsten unserer Waffentestlabore. Hier sammeln wir die Daten von Individuen, die unseren Persistenztest bestanden haben. Um auf ihrer Grundlage neue Waffen zu entwickeln. Bla bla bla. Schaut euch doch bitte ganz in Ruhe um. Persistenztest eingeleitet. Bitte treffen Sie Ihre Wahl für den Test. Ja, ja, ja. So, ich schaue jetzt gleich noch einmal nach, ob es von der Zeit her noch reicht, weiterzumachen. Weil ich glaube, es wäre langsam an der Zeit, dass wir eventuell schon für heute Schluss machen. Immer gucken. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Ich würde einfach sagen, wir sind zwar schon über die halbe Stunde drüber, aber ich würde sagen, die paar Kämpfe hier unten, bevor Scarlet dann drankommt, die machen wir noch. Ne? Wir machen vor Scarlet Schluss. Wir machen jetzt nur die paar Testkämpfe hier. Und dann ist auch gut für heute. Ich will nur sicherstellen, dass ich eventuell beim nächsten Part das DLC schon beenden kann. Und danach... und danach noch ein bisschen Zeit habe, um über das DLC zu reden. So ein bisschen. Okay, so. Wenn die Nahkampfangriffe eben nicht gehen, dann das. Du abgeschlossen. Nächster Test wird begonnen. Bitte ja. Treffen Sie Ihre Wahl für den links. Test. Links. Ich nehme immer die linke Option. Konfiguration wird eingeleitet. So, sehr schön.
Auf die Art und Weise, ich glaube, ich sollte Sonon das nächste Mal ein bisschen mehr heilen lassen. Er hat deutlich mehr MP als ich. Dann hat Yuffie ein bisschen Gelegenheit, ihre MP wieder aufzuladen. Das war's. Nice, jetzt schon schockanfällig. Das ging ja schnell. Ja, da haben wir jetzt zu lange gebraucht. Egal. Und nochmal, dann ist er down. Perfekt. So, Sonon. Nächster Test wird begonnen. Speedra auf Yuffie. Bitte treffen Sie Ihre Wahl für den Test. Links wieder. Eingabe bestätigt. Konfiguration wird eingeleitet. Alles klar. Ach, sehr schön. Immer wieder wunderbar, wenn es so glatt läuft. Der Test beginnt in Kürze. Mhm. Ja, die Viecher dürfen ja kein Problem sein, ne? Messung beginnt. Wie ist das? Bam! Alter. Nicht der Rede wert. Hätte ich gleich benutzen sollen. Da hätte ich echt direkt den Wirbelsturm nutzen können, um alle in einer Sekunde wegzufegen. Eingabe bestätigt. Konfiguration wird eingeleitet. Ich finde es ehrlich gesagt ganz angenehm, dass das, dass man in dem DLC hier wirklich nur einen Charakter quasi steuern muss und dem anderen kann man nur Befehle geben. Weil ich weiß noch ganz genau, wie krass man im Hauptspiel, um eben das Maximum rausholen zu können, zwischen den ganzen Charakteren hin und her gewechselt hat. Und hier ist es quasi ein kleines bisschen, ja, entspannter. Das ist, finde ich, ganz nett. Okay. Wir machen mal einen Wirbelsturm auf den Typen drauf. Huhuhu, Alter! Alter Vater! Holy moly! Okay, Sonon, bitte Vitra auf dich. Und danach noch einmal. Oh, er hat keine ATB mehr. Ja, das ist natürlich doof. Jetzt hat er wieder. Jetzt bitte nochmal Vitra auf Yuffie diesmal. Wäre ganz nett. Danke. Damit ist das Viech auch down. Mission erfüllt. Jawohl. Letzter Test wird begonnen. Oh, kommt tatsächlich doch noch einer. Eingabe bestätigt. Konfiguration wird eingeleitet. Okay, Sonon. Noch einmal Vitra auf dich selbst, bitte. Danke. Kommt doch noch ein Testen. Alles klar. Probanden nähern sich dem Testgelände. Der Test beginnt in Kürze. Nur der? Hm. Na gut. Messung beginnt. Haha. Mit Vergnügen, Herrin. Ja, Volltreffer. Okay, Sonon. Vitra auf Yuffie.
Huhuhu. Und da ist sie schon down. Bam. Nice. Und wie? Mehr hat Shinra nicht drauf? Glücklicherweise doch. Und ich habe hohe Erwartungen an euch, meine kleinen Bauertrappel. Ich verspreche euch, ich habe nur das Beste vorbereitet für unsere so weit gereisten Gäste. Nun tretet schon ein. Alles klar. Ja, jetzt habe ich Sonons MP vielleicht ein kleines bisschen zu sehr beansprucht. Ich hoffe, das wird für die letzten beiden Bosskämpfe noch reichen. Könnte knapp werden, aber mit Yuffies MP sollte es noch gehen, denke ich. Sollten wir hinkriegen. Ja, da hätte jetzt ruhig mal MP-Heilungen drin sein können. Naja, was soll's. Zack. Okay. Damit würde ich sagen, sind wir für heute erstmal fertig. Morgen gibt's dann eben die beiden Bosskämpfe, hoffentlich direkt hintereinander und direkt beim ersten Versuch schaffen wir die, das wäre ganz nett. Dann können wir morgen den Sack bei diesem DLC auch schon zumachen. Sehr schön. Dann würde ich an dieser Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.